Ich habe euch Fragen gestellt. Ihr habt mir Fragen zurückgestellt. Und jetzt habe ich ein neues Intro. Ich habe euch nämlich auf Twitter gefragt, hey Leute, was wollt ihr mir für Fragen stellen für ein weiteres Fragen- und Antworten-Video? Und jetzt, hier ist es, bitteschön. Deshalb, ohne nicht lange zu reden, fangen wir doch einfach mal an und schaut, was ihr so für kreative Ideen gehabt habt. Gehabt, ist es überhaupt ein Wort? Orxeschweiß Slowy fragt, wie viel Swag du hast, beziehungsweise wie fresh dein Outfit ist, sowas halt. Also ich bin der festen Meinung, mehr Swag als ich kann man gar nicht haben. Meine Outfits sind generell immer fresh. Also, mach dir darum keine Gedanken. Alt plus R/Max fragt, was für eine Art Video machst du am liebsten oder welche willst du zukünftig häufiger bringen? Ganz ehrlich, ich bin froh, dass du fragst, denn aktuell habe ich so eine Phase, wo ich nicht wirklich weiß, was ich machen soll. Soll ich jetzt wieder mit den Trendvideos anfangen? Soll ich mal mehr mit Schauspiel und Komödie machen, so wie ich es in den letzten Tagen oder Wochen versucht habe? Soll ich mir mit mehr Effekten machen und mir mehr Zeit mit den Videos produzieren lassen, dass jetzt halt nicht jeden Tag wieder ein Video kommt, sondern eben so nur so einmal in der Woche? Dann wäre das Video aber hochwertiger, nur da würde wie gesagt nicht so auf ein Video kommen. Das finde ich persönlich ziemlich schade. Ich mache es sehr gerne, nach der Ausbildung, immer. Setze ich mich sofort dran am Arbeitstag an ein Video und produziere das noch fertig und dann kommen erst die ganzen Haushaltspflichten dran. Aber was ich am liebsten mache aktuell tatsächlich, sind sehr viele verschiedene Effekte und Musikrichtungen ausprobieren, die Videos einzubauen halt. Ich lasse mich auch da gerne teilweise von anderen YouTubern inspirieren. Und was ich sehr gerne machen würde mal, wenn der PC endlich hier ist in 10.000 Jahren, dann würde ich halt sehr gerne Let's Plays machen. Let's Plays wollte ich schon immer mal versuchen und schon immer mal machen. Aber jetzt nicht mit, hier schneiden ein paar Stellen raus, ein paar Effekte rein, sondern wirklich ein konstruktives Let's Play, wo ich Dinge vorlese im Spiel, mich fest mit der Materie beschäftige. Sowas will ich halt gerne machen. Und ich bin ganz ehrlich, einer meiner Top-Favoriten ist Skyrim. Skyrim ist ein sehr gutes Spiel und eigentlich ein gutes Einstiegsspiel, finde ich. Ich wollte aber hier und da auch noch ein paar Horror-Spiele machen, vielleicht auch ein paar schlechte Horror-Spiele. Und Deponia vielleicht auch noch. Deponia ist ein richtig geiles Spiel, das wollte ich unbedingt mal Let's Playen. Und ich glaube, ich habe nur den ersten Teil davon gespielt. Und ja, deshalb, da weißt du Bescheid. Der gute Lifewave fragt, wie lange brauchst du ungefähr für ein Video? Also auf dem aktuellen Stand mache ich es ja immer so, dass ich immer erst alles aufnehme, dann noch zusammenschneide und so. Das dauert dann, naja, meistens, wenn ich alles zusammen mache für ein normales Video, 2 bis 3 Stunden. So. Aber das ist mir die Aufwandszeit definitiv auch wert. Ich könnte mehr Zeit rein investieren, nur es ist halt Zeit, die ich persönlich manchmal nicht habe. Das ist das Problem. So. Und wenn das Video dann zusammenschneidet, dann braucht es ungefähr nur 20 Minuten, dann auch Thumbnail machen und so weiter, dann hochladen, dann sind wir schon bei 4 Stunden. Also für ein normales Video brauche ich umgerechnet circa 4 Stunden. Neon Leon fragt, was ist dein Lieblings-Switch-Game? Ich habe gerade nicht alle hier, ich habe noch 2 oder 3 mehr. Ich habe hier einmal Super Mario Odyssey, das Spiel mag ich sehr gerne und ist, glaube ich, sogar mein Lieblingsspiel, wenn ich ehrlich bin. Dann hätten wir da noch Marvel Ultimate Alliance 3, was ich nie durchgespielt habe, weil es ab einem gewissen Punkt, wenn man gegen Dormammu kämpft, absolut unfair schwer wird. Also da kommst du alleine absolut nicht weiter, es sei denn, du grindest unnötig, aber das Spiel ist generell nicht so gut. Pokémon Tekken, dazu muss ich, denke ich mal, gar nichts sagen. Und Super Smash Bros. Ultimate, das Spiel habe ich auch jetzt 2 Monate durchgespielt. Und ich muss sagen, es ist in Ordnung. Es ist wirklich in Ordnung. Der Map-Ersteller hätte noch ein bisschen besser sein können, aber sonst ist das Spiel ganz solide, muss ich sagen. So, aber mein Lieblings-Switch-Spiel ist von den ganzen Spielen definitiv Mario Odyssey. Vielleicht auch Mario Kart 8 Deluxe, das Spiel habe ich aber leider noch nicht. Das werde ich mir irgendwann holen, wenn es nicht mehr so teuer ist, ne Nintendo? Aber aktuell würde ich sagen Mario Odyssey, da es einfach ein perfekter, in meinen Augen perfekter 3D-Plattformer ist. Gummy Boy fragt, hast du einen Lieblingsfilm? Ja, tatsächlich habe ich sogar 2 Lieblingsfilme, zwischen denen ich mich nicht wirklich entscheiden kann. Das wäre zum einen der Sonic the Hedgehog Film. Und ja, ich weiß, was manche von euch jetzt sagen, der ist schon ziemlich scheiße, was die Synchronisation angeht. Und ja, das stimmt. Ich bin absolut kein Fan von Julian Bam als Sonic. Das ist eine absolute Fehlentscheidung gewesen. Hat, glaube ich, sogar mehr Zuschauer abgeschreckt als wirklich angelockt, wenn ich starten müsste. Aber Jim Carrey als Eggman, sie hätten keinen besseren holen können, finde ich. Absolut keinen besseren. Der ist genial. So, und der zweite Lieblingsfilm, One Piece Stampede. Richtig geiler Film. Ich feiere den. Ich feiere die beide Filme. One Piece Stampede geht es mir weniger um die Story, mehr ums Kämpfen. Ist ein All-Star-Film zum, ich glaube, 20-jährigen Jubiläum von One Piece gemacht worden. Aber an sich würde ich schon sagen, ja doch, ich mag beide Filme sehr. Ich kann mich nicht wirklich auf einen Lieblingsfilm entscheiden. Ich hätte auch vorher vielleicht noch Avengers Endgame gesagt, aber nee, Sonic und Stampede.
Leltime fragt, was ist dein Kindheitsgame Nummer 1? Hier habe ich jetzt leider nicht die Verpackung hier, aber ich kann es euch ja sagen. Und zwar schwanke ich hier auch mal wieder zwischen zwei verschiedenen Dingen. Denn es gab zwei Spiele, die ich in meiner Kindheit, eigentlich sogar drei, die ich in meiner Kindheit sehr oft gespielt habe, aber immer so im Wechsel. Das heißt, dass ich jetzt mal das eine längere Zeit gespielt habe, dann wieder das und dann wiederum das andere wieder. So, das waren unter anderem Sonic Heroes, ein Spiel, was sehr umstritten ist tatsächlich, was ich nicht mal verstehen kann. Ich finde das Spiel super, ich finde es wirklich gut. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist extrem hoch an manchen Stellen und auch der Teamaspekt ist nicht irgendetwas, also nicht was, was vielen zusagt. Aber mir gefällt es, vor allem der Soundtrack und die einzelnen Welten sind ziemlich gut gemacht, finde ich, für PS2-Verhältnisse. Und unter anderem habe ich dann noch Ratchet und Clank gespielt, das Original von der PlayStation 2, das erste. Und den dritten Teil. Ja, der zweite war auch gut, aber den habe ich nicht so intensiv gespielt wie den ersten und den dritten Teil. Den dritten Teil habe ich sogar am meisten gespielt. Ratchet und Clank 3 Up Your Arsenal, glaube ich, hieß er. Und der Kampf gegen Courtney Gears war mein absoluter Lieblingskampf, allein wegen der Musik. Die Musik war top, die hört ihr auch gerade im Hintergrund übrigens. Und ansonsten der erste Teil habe ich auch ziemlich oft gespielt, deshalb finde ich schade, dass das Remake so verhunzt wurde. Die letzte Frage kommt von Dr. Gurke. Welche Serien schaust du so? Ich bin ganz ehrlich, aktuell habe ich nicht mehr wirklich eine Serie, die ich aktiv gucke, wenn ich das mal so sagen darf. Ich gucke gerade noch Black Butler, die vierte Staffel durch und Attack on Titan habe ich vor kurzem mal wieder gesehen, aber da warte ich immer noch darauf, dass Netflix endlich mal die nächsten Staffeln bringt und was war das noch? Lass mich kurz überlegen. Genau, Seven Deadly Sins, der Anime, immer wieder ein Anime. Ist ziemlich gut tatsächlich, kam jetzt auch die vierte Staffel raus, was mehr Fragen in mir aufgeworfen hat als Antworten. Aber naja, was will man erwarten? Aber ansonsten sind die Serien schon ziemlich cool. Aber sonstige Serien mit Schauspielern wüsste ich jetzt nicht, zum Beispiel was ich aktuell gucke, wie für Walking Dead, sowas gucke ich nicht. Game of Thrones habe ich mal angefangen, zweite Staffel bin ich irgendwann ausgestiegen, weil es mir viel zu kompliziert wurde. Und sonstige Serien, wie zum Beispiel Stranger Things habe ich mal geguckt, aber die dritte Staffel noch nicht, da traue ich mich nicht wirklich dran. American Horror Stories habe ich die erste Staffel fast durch. Ich habe nicht wirklich viel Zeit, Serien zu gucken, das ist halt, weil ich viel mit YouTube und Planung verbringe. Aber ansonsten, meine Serienempfehlung, würde ich mal sagen, ist definitiv, wenn wir jetzt von einer Retro-Serie ausgehen, X-Factor. X-Factor war eine RTL2-Serie und die ist ziemlich gut geworden, die ist ziemlich gut gemacht. Und ich rede nicht von dem Remake. Das Remake ist absolut scheiße geworden und ist Berlin Tag und Nacht typisch. Also das Remake, das schaue ich nicht mal mit dem Arsch an. Ja, und das waren eure Fragen für heute. Wenn ihr weitere Ideen habt, was ich demnächst mal machen kann, das Video, schreibt es gerne in die Kommentare, denn bis der PC jetzt die Woche oder nächste Woche kommt, fehlt mir noch einiges an Videomaterial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte eure Fragen einigermaßen aufklären. Wir sehen uns, haut rein. Ciao. Ich muss mir langsam mal einen kreativeren Schluss für meine Videos überlegen, oder? Fuck this shit, I'm out. Denk dran, ich bin auf Twitch, ich stream jeden Abend. Dreamers_Original heiße ich da. Wäre schön, wenn ich nicht mehr so alleine bin. Also ich bin ja der festen Meinung, mehr Swag als ich kann man gar nicht haben. Meine Outfits sind generell immer fresh. Also mach dir darum keine Gedanken.